herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir und auch nochmal frohe Weihnachten, falls man das noch sagen kann. Also ich schätze mal, das hier ist das letzte Video im Jahr 2019 und mit meinen Jahresfavoriten wird ja immer quasi ein Jahr für mich abgeschlossen hier auf YouTube und ihr freut euch auch eigentlich immer drüber, wenn ich euch meine Favoriten aus einem Jahr zeige. Ich habe hier alles liegen, was ich noch so gefunden habe an Favoriten. Der Umzug hat einfach so viel Chaos hier verursacht, dass bis meine Möbel geliefert werden, was noch ein bisschen dauert. Nächste Woche fängt es an und dann geht es so Stück für Stück. Hier einfach noch nicht richtig einräumen und einsortieren kann. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich bin gerade nach Köln gezogen und war in der Zeit so gut wie gar nicht hier. Also ich war in Paris, dann war ich krank und jetzt war ich über Weihnachten bei meiner Familie. Also ja, deswegen steht mein Hintergrund auch noch nicht komplett, aber wir müssen damit jetzt einfach so arbeiten. Das sollte auch gar nicht jetzt das Hauptthema des Videos sein, sondern es geht um meine Jahresfavoriten. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich. Auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen oder in den Podcast reinhören. Da geht es jetzt auch bald wieder los. Denn dort gibt es aktuell mehr von mir zu sehen. Also falls ihr mich auf YouTube ein bisschen vermisst. Also genau, da könnt ihr gerne rübergehen. Und dann würde ich sagen, wir starten mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und let's go. Mein erster kleiner Favorit, und den kann ich euch mal kurz hier einblenden, ist, und es ist keine bezahlte Werbung oder so, aber ich wollte es trotzdem nochmal mit reinnehmen, Fashion Tail, wo ich aktuell noch meine Klamotten verkaufe. Und die haben mir wirklich während des Umzugs so eine Last weggenommen. Also ich habe ja einen großen Teil abgegeben zum Spenden, aber zum Teil sagen die ganzen Einrichtungen, wo man das hingeben kann, die brauchen keine Klamotten mehr. Und ich war so, ja okay, ich muss die schnell loswerden. Und dann hat Fashion Tail mich angeschrieben und ich durfte meine Sachen dort. Das sind wirklich noch echt tolle Sachen. Also neue Sachen, Sachen, die ich für Instagram-Fotos auch benutzt habe, wo ihr tausendmal gefragt habt, woher ich die habe. Aber ich musste einfach den Kleiderschrank ja verkleinern und irgendwo hin mit den Sachen. Also wie gesagt, Fashion Tail, da sind immer noch einige Sachen online, die ihr kaufen könnt, günstig. Ich packe euch den Link mal in die Infobox. Shoppt noch schnell. Ich sehe schon, die Sachen gehen wirklich ganz gut weg. Was mich natürlich freut, wenn einfach Leute die Sachen jetzt bei sich bald haben, die das auch zu schätzen wissen und sich darüber freuen, noch so einen Teil zu ergattern. Und deswegen, genau, das wollte ich nochmal erwähnen. Und das erste Produkt, was ich euch jetzt hier in die Kamera halten werde, was dieses Jahr mein Favorit war, ist das hier. Ich muss einfach damit starten. Also wer mich ein bisschen kennt und ein bisschen Zeit mit mir verbringt, wird irgendwann früher oder später merken, dass ich eine absolute Obsession mit Hafermilch habe. Aber auch nur mit der Hafermilch. Und zwar mit der Oatly Hafermilch. Und das ist auch die Barista Edition. Und auch nur diese Milch, also diese Ausgabe davon, schmeckt mir im Kaffee. Hier ist die gute Milch. Und ich kann euch sagen, hier in Köln gibt es einen Kampf darum, wo man noch Milch bekommt. Und ständig ist sie ausverkauft. Deswegen ist sie wirklich sehr wertvoll. Also für mich ist sie wertvoll. Ich habe ja dieses Jahr aufgehört, Milchprodukte zu mir zu nehmen. Das Einzige, wo ich wirklich noch Milchprodukte zu mir nehme, ist im Bereich Joghurt. Also ich habe Naturjoghurt immer ganz normalen, weil ich da noch keine Alternative gefunden habe, die mir schmeckt. Also ich bin ja auch keine Veganerin oder so. Aber ich bekomme von normaler Milch echt schlechte Haut. Und seitdem ich die nicht mehr nehme, habe ich weniger Probleme mit meiner Haut. Deswegen, ja, war das auf jeden Fall eine super Entscheidung, umzusteigen. Und die schmeckt so gut. Also wenn ihr gute Hafermilch sucht, aber schon tausendmal gekotzt habt, weil die einfach schlecht schmeckt, probiert mal die. Macht die in den Kaffee mit rein. Schäumt die am besten so ein bisschen auf. Mega geil. Ein Produkt aus dem Beauty-Bereich, wo wahrscheinlich auch die meisten dieses Jahr nachgefragt haben, ist das hier. Und zwar sind das meine künstlichen Wimpern. Und ihr fragt ganz, ganz oft, welche Wimpern ich benutze. Aber ich habe da meist keine richtige Antwort drauf, weil ich so viele unterschiedliche benutze. Also von Aldell ganz unterschiedliche. Da die Wispies, die Demi-Wispies und so weiter und so fort. Dann von BH Cosmetics. Gefühlt 5-6 Nummern, die ich ganz gerne mag und auch gerne benutze. Jetzt habe ich aber mal überlegt, okay, welche Nummer hast du dieses Jahr am häufigsten benutzt? Und die Antwort ist einfach die 304. Also das sind wirklich meine Lieblingswimpern. Das sind diese hier. Und die kürze ich immer ein bisschen, weil die zu lang für mein Auge sind. Und die sehen so schön aus. Also ich trage die jetzt auch gerade. Ich muss sagen, das Paar, das ich jetzt trage, ist nicht ganz so fluffy wie sonst. Also meist sind die noch ein bisschen mehr ineinander verkantet. Aber trotzdem liebe ich die über alles. Die sind sehr, sehr schön, sehr angenehm. Und die gibt es ja auch bei DM und so. Deswegen, ja. Ihr fragt mich dann auch immer, und bevor das jetzt in den Kommentaren wieder auftaucht, warum ich keine Wimpern-Extensions trage. Ganz einfach, weil ich noch niemanden gefunden habe, der das so macht, wie es mir gefällt. Weil ich finde immer, bei Wimpern-Extensions hat man entweder zu wenig Wimpern, da ist mir der Effekt dann einfach zu schwach. Oder man hat zu viele, dann hat man wirklich so einen Busch auf den Augen. Also viele laufen ja wirklich mit so zwei Besen auf den Augen rum. Das ist dann auch wirklich richtig dick, also mehrere Schichten. Oder sie sind einfach so akkurat nebeneinander, das mag ich ja auch nicht. Wenn ihr ein Studio in Köln kennt, wo die Wimpern nicht zu dick und besenmäßig aussehen, aber trotzdem so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr wie diese Wispies auch aussehen. Ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen natürlicher ineinander stehen und nicht einfach so akkurat nebeneinander. Dann schreibt mir mal gerne, dann lasse ich das vielleicht doch mal machen, weil ich glaube, das wäre für mich ganz gut. Ja.
Mein absolutes Lieblingsshampoo ist immer noch, deswegen sage ich jetzt auch gar nicht so viel zu, von L'Oreal Evital, das Dreamlength Shampoo. Das liebe ich über alles. Also ich habe dieses Jahr so viele Shampoos benutzt und auch so viele für gut befunden. Aber wenn ich meinen Favoriten nennen müsste, dann wäre es dieses hier. Und ich kann euch eins sagen. Es gibt es seit, ich glaube, Anfang 2017. Also ich habe es damals zugeschickt bekommen. Da war es gerade ganz, ganz neu. Also da kam es auch gerade raus. Es war so ein PR-Paket. Und seitdem benutze ich das. Habe es mal ab und zu natürlich auch ausgetauscht gegen andere Shampoos. Aber ich komme immer wieder zu dem zurück. Und eure Haare duften danach so gut. Also ich werde so oft auf meine Haare angesprochen, wenn ich auch mich bei irgendwem anlehne oder so. Oder bei Freunden bin. Oder meinen Eltern oder sonst wem. Dann ja, wird immer gesagt, oh, deine Haare riechen aber gut. Vor allem, wenn ich die gerade gewaschen habe. Also mein Holy Grail. Dann ein weiteres Produkt, was ich ja auch schon ganz oft in die Kamera gehalten habe von einer meiner Lieblingsmarken, ist das hier von BB, die Body Lotion. Pfirsich und Joghurt. Und die finde ich so lecker. Also die riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker, sehr, sehr gut. Und die benutze ich vor allem im Frühjahr und im Sommer. Also ich komme immer wieder zu der zurück. Die ist vor allem, wie gesagt, im Sommer super angenehm. Meine Beine sehen immer richtig schön gepflegt dann aus. Und die riecht sehr, sehr gut. Und ja, BB ist sowieso eine meiner Lieblingsmarken in der Drogerie. Wenn ich aber jetzt in den Winter mal so reingehe und gucke, was ich jetzt so benutze, da brauche ich ein bisschen reichhaltigere Produkte. Dann auf jeden Fall von Rituals, hier aus der Ritual of Sakura Ausgabereihe. Und das ist wirklich eine Bodylotion, die habe ich jetzt schon mehrfach leer gemacht. Und ich liebe es einfach, die riecht sehr stark parfümiert. Ich muss sagen, das kann ich nicht immer abhaben. Ich bin manchmal auch ein bisschen geruchsempfindlich. Aber ich liebe es, dass man da wirklich richtig duftet. Also das bleibt auf der Haut. Weil kennt ihr das, ihr nehmt Bodylotion und nach 5 Minuten riecht man nichts mehr? Super ätzend, bringt mir auch nicht viel. Ich möchte auch, dass sie gut riecht und da ist die wirklich super. Ein weiteres Produkt, was erstmal sehr, ja, langweilig vielleicht wirkt, ist halt eine Zahnbürste. Aber mein absoluter heiliger Gral mittlerweile geworden ist, was Zahnhygiene angeht, nämlich von Philips, die Sonicare Diamond Clean. Ich habe auch eine Zahnbürste von Oral-B, eine elektrische, die finde ich auch sehr, sehr gut. Aber ich schwöre ja auf Schallzahnbürsten. Also ich finde, Schallzahnbürsten sind das Effektivste, was man so für Zähneputzen besitzen kann. Und wenn ihr einmal auf eine Schallzahnbürste umgestiegen seid, werdet ihr auch merken, warum. Die ist einfach super. Ich weiß, die ist sehr, sehr teuer. Es gibt auch günstigere, aber für mich war das jetzt dieses Jahr eine Investition in meine Zahngesundheit, die mir jeden Cent wert war. Vor allem, wir sind keine Haie. Ich sag's immer wieder, wir haben nur diese Zähne und wenn die weg sind, sind sie weg. Ein weiterer Riesenfavorit von mir und das ist wirklich auch so, so eine Herzenssache, weil ich sie kenne und sehr, sehr gerne habe und ja, sie einfach ein ganz, ganz lieber Mensch ist und ich natürlich meine Freunde sehr, sehr gerne auch unterstütze, aber auch die Sachen feiere, weil es eine sehr, sehr lange Einleitung, aber es geht um Minty Posh und das ist die Marke von Coco und Flo, also von Kleinstadt Coco und ihrem Freund Flo. Und da habe ich jetzt nochmal Weihnachtsgrüße bekommen und die haben so schöne Ketten, wirklich. Und die haben einfach, ich zeige es dir gleich nochmal, ein Paket geschickt. Da waren auch süße Kleinigkeiten bei, also Kekse und eine Karte und eine Kugel mit unserem Namen drauf. Aber einfach eine Kette mit unserem Sternzeichen drauf. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, da ist jetzt mein Sternenbild, also Wassermann. Und hier steht auch Aquarius drauf, also ist ja Wassermann. Und das hat mich so gefreut. Also ich finde einfach mit so Kleinigkeiten, die aber persönlich sind, kann man einem Menschen so eine große Freude machen. Das fand ich sehr, sehr schön. Deswegen wollte ich da nochmal Danke sagen. Ich versuche mal alle Produkte, die ich irgendwie online finden kann, dann auch zu verlinken in der Infobox. Dann könnt ihr auch nachshoppen, wenn ihr möchtet. Und da im Shop unbedingt mal vorbeigucken. Die haben so schöne Ketten. Und ich freue mich einfach total, dass das alles so geklappt hat und die ihr Schmucklabel aufbauen konnten. Und die Ketten sind auch noch super von der Qualität, sind wunderschön. Deswegen kann man das ruhig mal öfter erwähnen. Dieses Jahresfavoritenvideo ist sehr, sehr beauty- und pflegelastig, sehe ich gerade. Aber das ist irgendwie auch das, was ich gerade so am häufigsten hier benutze und mich rumstehen habe. Und deswegen ist es auch sehr präsent. Und zwar ist das nächste Produkt auch wieder was fürs Bad, also zum Duschen in diesem Fall. Nämlich von Love Beauty and Planet. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, die Duschgele. Und da habe ich jetzt zwei Favoriten, die ich sehr, sehr geil finde. Einmal hier mit Rose und einmal mit Shea Butter. Und ich kann euch nur sagen, danach duftet ihr so fantastisch. Also ich brauche immer Produkte, die nicht austrocknen, vor allem beim Duschen. Aber ich möchte danach auch trotzdem irgendwie nach was riechen. Also ich möchte nicht rausgehen aus der Dusche, mich abtrocknen. Dann denke ich mir so, ja, ich rieche nichts mehr. Und das riecht so gut auf der Haut. Und wenn ihr dann noch eine Bodylotion drüber macht, ist es einfach super. Also ja, und die habe ich jetzt bei Rossmann entdeckt. Also ich weiß nicht, ob die diese Sorte hier haben. Die habe ich bei Amazon bestellt. Aber diese hier und Kokos haben die auf jeden Fall bei Rossmann. Habe ich jetzt auch mal gesehen. Kommen wir zur Reinigung. Da benutze ich so viele verschiedene Produkte. Ich habe dieses Jahr so viele Sachen ausprobiert und mag so viele Produkte. Ich habe es Nivea neu für mich entdeckt und, und. Also auf Reisen nehme ich zum Beispiel auch immer lieber Tuben mit. Mag wirklich einiges, aber ich habe jetzt überlegt, was habe ich wirklich am häufigsten benutzt und wo greife ich
man am ehesten nach. Und das ist auf jeden Fall weiterhin von Garnier das Micellenwasser. Also das steht immer irgendwie bei mir und ja, wenn es schnell geht, muss man eben zack, zack, zack ab, ohne großes Reiben. Es ist verlässlich, meine Haut, vor allem wenn die mal schlechter wird, dann mag sie lieber die Produkte, die ich sowieso schon seit Jahren benutze. Und da ist das wirklich immer am Start. Also wirklich ein tolles Produkt, was ich nur weiterempfehlen kann. Und das benutze ich schon seit Jahren. Was ich dann aber wirklich zum Reinigen ganz, ganz oft benutzt habe, je nachdem wie meine Haut war, also vor allem wenn sie trockener ist, war jetzt vom Barbour das Zwei-Phasen-Cleansing-System hier. Und zwar einmal das High-Öl und das Phytoactive Hydro Base. Das ist, glaube ich, für etwas trockenere Haut. Die bestelle ich immer bei Amazon. Da kann ich euch mal den Link in die Infobox packen, genauso wie die anderen. Und da mag ich es einfach. Also wie gesagt, wenn meine Haut trocken ist, dann braucht sie nicht noch irgendwelche scharfen Produkte. Und da mag ich es, wenn man damit das Gesicht reinigt und dann hat man noch so einen öligen Film auf der Haut. Aber so einen angenehmen, also so einen gepflegten. Und das hat man hier auf jeden Fall. Also es ist super angenehm. Hier 4 Pumpstöße von, dann 2 Stück hiervon. Und dann vermischt man das, dann schäumt das so ein bisschen auf und dann kann man das im Gesicht verteilen, reinigen mit einer Reinigungsbürste oder mit den Händen, wie man möchte. Und ja, das benutze ich jetzt schon so lange. Ich habe schon so viele Flaschen leer gemacht, also finde ich auch richtig gut. Es sind so viele Produkte, es gibt noch so viel mehr Favoriten, deswegen machen wir direkt weiter mit meiner Lieblingsmaske dieses Jahr. Und das war so schwer. Ich habe so viele Masken dieses Jahr benutzt. Ich finde so viele Masken geil, aber diese hier habe ich eigentlich immer und immer und immer und immer wieder benutzt. Das war schon meine zweite. Und auch mit im Urlaub gehabt und so weiter und so fort. Nämlich von Pixi. Das ist diese Glow Matte Mask. Und die ist wirklich mega gut. Da seht ihr auch sofort einen Unterschied, finde ich. Also wenn ich irgendwie mal sehr unreine, unruhige Haut habe, dann hilft die total gut. Ich muss nur sagen, dass sie jetzt gerade nicht so gut ist für meine Haut, weil meine Haut ist sehr, sehr, sehr trocken aktuell. Also vor allem hier so in dem Bereich und auch um die Nase rum. Sehr trocken, sehr empfindlich. Da muss ich halt immer ein bisschen aufpassen. Und da benutze ich zum Beispiel auch einen meiner Favoriten ganz gerne, nämlich von Hildegard Braukmann, das Enzym Peeling. Das habe ich auch schon sehr, sehr lange und das ist wirklich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr mildes Peeling. Und das kann man dann so ein bisschen mit Wasser vermischen und dann aufschäumen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Also das benutze ich wirklich eher, wenn meine Haut ein bisschen unreiner ist. Aber jetzt vielleicht nicht zur kalten Zeit, da brauche ich eher so feuchtigkeitsspendende Masken. Aber das benutze ich aktuell sehr, sehr gerne, weil ja, ich muss öfter peelen. Meine Haut schuppt nämlich, was das Zeug hält. Und wir kommen auch schon zu den letzten zwei Produkten. Was heißt schon? Also ich habe euch ja sehr, sehr viele jetzt gezeigt. Aber ich wollte gerne so viele Favoriten wie möglich mitnehmen, um euch ganz viel Input zu geben, um euch ganz viele Produkte zu empfehlen. Das vorletzte Produkt brauche ich gar nicht groß hier erklären. Ich habe es auch schon ein paar Mal gezeigt. Nämlich von Too Faced, die Born This Way Foundation. Das ist wirklich die Foundation, die ich seit ungefähr, ich glaube, 2, 2,5 Jahren benutze. Und das ist die, die am besten von allen zu meiner Haut passt. Auch hier gilt wieder, ich finde sehr, sehr viele unterschiedliche Foundations sehr, sehr gut. Ich habe mich jetzt nur für eine entschieden, die ich wirklich am häufigsten benutzt habe. Und das ist dann wirklich auch mein Favorit, weil sonst könnte ich euch noch viel, viel mehr hier zeigen. Aber wirklich jetzt die Produkte mal in einem Video, die ich dieses Jahr am häufigsten benutzt habe einfach. Ja, zu denen ich immer wieder greife. Und das letzte Produkt ist sogar ein relativ neues Produkt. Das habe ich in Paris von Madeleine, also Madeleine Schön, hier auf YouTube und auf Instagram, empfohlen bekommen. Und das ist von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Laneige Sleeping Care Lip Sleeping Mask. Die macht man abends drauf und lässt sie über Nacht einwirken. Am nächsten Tag sind die Lippen wunderbar gepflegt. Da benutze ich übrigens ganz gerne auch von Hello Body das Coco Kiss Lip Scrub. Finde ich richtig gut. Und dann gebe ich die, also nicht jeden Abend das Scrub, aber das hier jeden Abend, dann gebe ich die Schlaflippenmaske drauf und am nächsten Morgen sind meine Lippen wirklich schon wesentlich besser als am Abend davor, also wesentlich durchfeuchteter, gepflegter, weil im Moment sind die auch super trocken. Geht langsam so in den Minusbereich, was die Temperaturen betrifft und ja, da brauchen sie ein bisschen mehr extra Liebe, deswegen kann ich euch das sehr empfehlen. Das habe ich von Sephora. Ich weiß nicht, ob es das auch in Deutschland bei Sephora gibt. Ihr könnt ja mal schauen, ansonsten kann man es vielleicht bestellen, aber das riecht auch so lecker nach, ich weiß nicht, was das sein soll, Erdbeere? Ich glaube, es soll Erdbeere sein. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. So, das waren jetzt meine Jahresfavoriten im Schnelldurchlauf. Ich wollte gerne so viel wie möglich mit reinbringen. Und jetzt möchte ich von euch wissen, welches Produkt war euer Favorit des Jahres? Es kann aus jedem Bereich sein. Fashion, Beauty, Bücher, Food, alles Mögliche. Haut es mal in die Kommentare. Ich würde mich da sehr für interessieren, weil ich auch immer neue, gute Produkte suche. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Rutscht gut rein. Vielen Dank für 2019. Vielen Dank, dass ihr alle noch dabei seid. Und ja, bis dann. Ciao.